Hola Leute, willkommen zur neuen Folge Battlefield. Los geht's, wir sind ja in diesem komischen Wald, diese Waldmap, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ah, oh, warte, ich hab dich, Junge. Bap und Bap. Aragornwald, Arabor, wie heißt das Ding hier? Keine Ahnung, wie das heißt, Leute. Wir spielen Eroberung. Und hier geht's schon ordentlich ab. Ich habe übrigens schon ein bisschen geübt, also ein bisschen viel geübt. Ich habe seit der letzten Folge, glaube ich, 5 Stunden nochmal gespielt. Oh mein Gott. Und bin jetzt also ein richtiger Profi. Aber ich glaube, wir waren besser. Ich glaube, wir waren besser. So, jetzt machen wir hier. Wir werden jetzt mal C holen. Oh mein. Okay, warte mal. Mein Headset ist sowieso noch nicht richtig. Am schweren Maschinengewehr oben. Ey, Medic. Da ist ein Medic neben mir, der kann mich nicht wiederbeleben. Medic? Mein Freund. 8 Meter neben mir ist der Medic. Na, egal. So, also, ich habe mittlerweile so ein Sunny schon so ein bisschen für mich entdeckt. Die Waffe, mit der bin ich am Anfang nicht so klar gekommen, aber die ist eigentlich ziemlich cool. Der Soldat ist auf der Map halt sinnlos, weil es eigentlich keine Fahrzeuge gibt. Versorger habe ich noch gar nicht oft gespielt. Wir gehen jetzt mal mit Speer rein. Einfach, weil ich den noch nicht so oft genommen habe und weil ich da jetzt Bock drauf habe. Also, los geht's. So, gehen uns im Squad hier rein. Freunde, was ist hier los? Oh, da ist ein Sniper hinten durch. Basti. Sniper-Duell. Du wär... 1-0 für dich, mein Freund. Kein Ding. 1-0 für dich. Komm, Medic, gib mir mein Leben wieder zurück. Ja, gib mein Leben. So, weiter geht's. Runde 2. Ding, 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 ding. Runde 2. Runde 2. Wichser. Du... What the fuck? Was war das jetzt? Ein anderer Typ von hinten. Ey, ich wirst... Warte, mein Squad ist doch noch da, oder? War das hier? Shit, das war nicht hier. Egal. Wir werden ihn schon nochmal sehen und dann... Oder doch, es war hier. Ich weiß nicht, hier sieht alles gleich aus. War das hier? Ich habe keine Ahnung. Machen wir, setzen wir uns einen Plan hier. Wir gehen zu... Wir gehen zu D. Auf zu D. Wir haben A, B... Ne, B verlieren wir gerade. B verlieren wir. Wir gehen mal zu D. Ich laufe lieber mit der Pistole, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Weil ich mein Sniper kann halt auf kurzer Distanz, also ich zumindest kann da gar nichts treffen. Oh, was war das denn? Oh, was ist hier denn los? Oh, war noch jemand. Oh, mein Freund! Jawohl, ey. Sehr schön. Was, ein Deutscher? Was ist das für ein? Ich weiß, ich kenne mich nicht. Ich habe die Kampagnen immer noch nicht gezockt. Habe erst gesagt, ich bringe eine zweite Folge raus. Aua, 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 aua. Aber daraus ist irgendwie nichts geworden, weil ich irgendwie noch nicht so viel Bock drauf hatte. Erst habe ich gedacht, ich kaufe das Game nur wegen der Kampagne. Mittlerweile finde ich den Multiplayer so geil, dass ich irgendwie viel lieber hier. Okay, so. Vor allem diese Schützengräben sind ja sowas von mega cool. Die Maps sowieso finde ich ziemlich nice. Ich mag nicht alle Maps. Ich finde, da sind viele ein bisschen unübersichtlich, aber aua. Aber, da sind schon ein paar ganz nette dabei. Ich finde aber trotzdem, dass da Nachholbedarf ist. Du Stück Scheiße. Hinter mir ist einer. Aber den nehme ich noch mit. Den nehme ich noch mit. Den musste ich mitnehmen, ey. Da habe ich schon wenigstens mit dem Sniper was getroffen. Da musste er auch sterben. Hellfighter Trench Gun. Das ist die aus und die habe ich auch, glaube ich. Wenn man das Game irgendwie vorbestellt hat oder sowas, dann kriegt man so eine Hellfighter Scheiße. Irgendwelche Pistolen und Messer und so Zeug, das eigentlich keiner braucht. Bleibe ich jetzt noch beim Speer? Komm, wir kümmern uns mal um D. Nochmal mit dem Sniper. Soll ich Speer oder Sniper sagen, Leute? Ich finde irgendwie Sniper klingt cooler. Also, warte mal, auf zu D. Auf zu D. So. What the fuck? Alter, ich dachte schon. Das sind jetzt viele. Auf wen soll ich schießen? Oh mein Shit, ich bin überfordert. Oh mein Gott, oh. Lass mich leben. Die Lewis Gun ist, ey, die killt mich so oft einfach. Die vom Versorger, ne? Der hat diese, also ich hab das, Fabian Siegesmund kennt er ja wahrscheinlich. Der macht ja immer ganz coole Battlefield-Videos und hat jetzt eben auch zu Battlefield 1 so ganz viele, wie soll man sagen, Quickstart-Guides oder so hieß das, glaube ich, gemacht. Und hat eben, so ein bisschen erklärt, dass halt der Medic diese, ja, keine automatischen Waffen hat. So, ich weiß immer noch nicht, wie diese Verschlüsse... Ey, ich treff nix. Ich treff nix. Granada!
Halt einfach nur diese Rücklade. Ach, du bist ein Spast. Rücklade, weiß was ich. Dingsverschlüsse. Ey, wenn ihr es wisst, euch schreibt bitte in die Kommentare. Ich muss es wissen, wie wir diese. Können wir mal ganz kurz nachschauen, verloren. Eigentlich. Ich wechsle mal die Klasse. Und eben der Versorger hat die automatischen. Der Sturmsoldat hat, glaube ich, beides so ein bisschen. Und Sniper hat natürlich nur. So, jetzt gehen wir auf Sunny. Nein, warte, jetzt gehen wir auf Anpassen. Das Menü ist. Das Spiel sieht wunderschön. Schau mal, wie cool das hier aussieht. So, jetzt kann ich hier drauf gehen und das hat ein. Sag mir, wie das heißt. Ich habe ja auch so viele Waffen, Leute. Falls ihr wisst, was da gut ist und was da schlecht ist, schreibt es in die Kommentare. Halbautomatisch. Ich meine, es hat auch ein bisschen automatisch, aber dieser Verschluss, halt, weiß nicht, wie der heißt. Los geht's. So. Ich meine, uns. Wir haben eigentlich alles unter Kontrolle. Alles ist cool. Da sind ein paar Leute. Ach, mein Gott. Bin noch nicht drin in der Runde. Also, ich war vorhin echt gut. Vor der Aufnahme, wie immer. Aber, oh. Netter Versuch, mein Freund. Heil dich, Junge, schnell. Ich vergesse das immer. Ach, komm. Ah, da war ich auch zu langsam im Heilen. Das war dumm von mir. Ich war echt gut vorhin. Ich habe 2 KDs und so weiter. Jetzt 3,5 ist natürlich nicht so toll. Ich meine, KDs in Battlefield sowieso jetzt nicht das Wichtigste, aber eine 2er KD ist schon ganz cool. Und, da bin ich schon wieder ganz weit von entfernt. Aber wir werden noch zurückkommen, Leute. Wir werden noch zurückkommen. Also. So, Alter, wie der geflogen ist vorhin. Kommt jetzt aus dem Bunker raus. Let's go, Leute. Wo gehen wir? Auf zu, was ist das denn? E? Auf zu E? Was war da? Okay, auf zu E. Scheiß auf die. Scheiß auf. Oh, mein Shit. Oh, mein Shit. Kill ihn. Boah, ey, wenn so viele auf einmal da sind. Und ich hatte ihn nicht auf automatischen Feuermodus, weil ich immer noch nicht sicher bin, ob das besser ist. War halbautomatisch. Ist halt viel präziser als automatisch. Andererseits ist es in so einer Situation, wo du so nah am Gegner dran bist, dann macht natürlich automatisch viel mehr Sinn. Also vielleicht sollte man es einfach wechseln, wenn man von meinem Gegner. Das sind überall Gegner. Alter! Überall Gegner, ohne Spaß. What the fuck? Die machen uns ganz schön Ärger hier. D geben sie nicht her. E haben sie auch wieder zurückerobert. Das heißt, ich gehe mal zu einer Squad und ich gehe jetzt mal über links, hier durch den Wald. Über links zu E. Ich glaube, das könnte eine ganz gute. Oh, hier, ihr habt der Heilung, Leute. So, wir laufen jetzt einfach hier quer drüber. Einmal über. Da hinten war, glaube ich, einer. Einmal hier durch. Und dann werden wir seitlich das Ganze flankieren. Wenn er nicht so ein Mongo wäre hier. Ist das Sniper? Nee, weiß ich nicht. Weiß nicht, wo mir die Klasse sieht, ehrlich gesagt. Holy shit. Ich meine, ich habe schon diesen Rauch da gesehen. Der ist ja vom Sniper mit seiner Flare Gun. Wo ich ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden habe, was die gut sein soll. Das ist die Flare Gun. Ist sie dafür da? Kann ja wohl nicht wahr sein. Nicht auf dem Boden. Oh mein Gott. Und ich ver... Alter, Mann. Das kann echt nicht wahr sein, wie scheiße ich gerade bin. Komm, ich kicke Leute. Ich konzentriere mich jetzt mal. Los geht's. Uff. Also, auf zu... Wohin? C wird erobert. Auf zu C. Komm, lass mich spawnen. Ja, jetzt bin ich aber richtig motiviert. Los geht's. Los geht's. Also. Wir sehen schon wieder alles am Erobern, die Mongos. Oh, wo sind sie? Oh mein Gott. Der ist oben an diesem komischen Geschützteil. Am stationären Geschütz. Gehen wir nicht hin. Wir gehen einfach mal... Wir laufen hier rechts und dann kommen wir links rüber. Hoffentlich ein bisschen von hinten. Ich will nicht frontal auf die treffen, weil es... So, jetzt haben wir sie noch. What the fuck? What the fuck? Im Ernst, Junge? Alter, was für eine Messerstecherei hier. What the fuck? Oh mein Gott. Wie wir beide einfach nur F gedrückt haben. F, 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 F. Alter, was hier für Leichenberg ist? Da wäre ich gerne mit Medic. Also, komm jetzt. So scheiße. Wo sind überhaupt die Gegner? Ich habe keinen Überblick über dieses Schlachtfeld hier gerade. Da oben ist, glaube ich, einer. Nein. Ich will hier nicht sein. So, haben wir Heilung her? Los geht's. Überall Gas, weil die bleiben hier einfach. Oh Gott, da schießt der mit seinem... Ich will hier weg. Der hat... da ist so, eine, so ein wirkliches Panzergeschütz schon fast. Ein Artillerie-Ding. Feuermodus wechseln. So, Feuermodus ist auf automatisch, weil hier, glaube ich, hier musst du automatisch, so automatisch. Aktiviert, Freunde. Oh mein Gott, Alter. Wie die geflogen sind. Granate.
gerade. Oh, die war schlecht geworfen, die war ganz schlecht. So, Heilung. Heilung für euch, Freunde. Alles cool. Oh, ich kann dich wiederbeleben. Hey, hey, warte, ich hab dich. Bam. So, chill. Okay, okay, so rein. Alter, geht's hier ab. Ist das geil. Ist das geil. Außenrum. Maske runter, außenrum, schnell. Stück Scheiße. Ihr seid doch echt mit euren automatischen Gewehren, ey. Das ist ja so unfair hier auf der Map. Ganz. Das ist echt so gemein. Die sind viel stärker einfach. Auf die kurze Distanz. A wird hier auch bekämpft. Wo gehen wir denn? Zu meinem Squad oder zu A? Komm, auf zu A. A wird erobert. Wir müssen zu A. Das geht's. So, wächst du wieder auf halbautomatisch. So, und jetzt mal sneaky, weil das ist echt. In dem Spiel ganz, ganz wichtig. Seht da zwei Kills. Es ist super wichtig, geduldig zu sein. Ich bin immer so. Ich spiele immer so ein bisschen wie in Battlefield 3 oder 4 noch. Wo man. Schaut mal, schaut mal, schaut mal. Und schon läuft's. Ja, das war jetzt schon wieder ein bisschen überhastet. Aber ich verstehe das Prinzip. Also bei den Waffen kannst du einfach nicht. Klar, wenn du Versorger bist, kannst du mal ein bisschen ballern. Aber. Man muss hier echt ein bisschen vorsichtiger einfach sein. Und einfach ein paar Kills machen. 4 Kills schon. Alter, ich dachte, ich hätte hinter mir einen. So, Leute, also warte, ich hab dich. Bab. Die Heilung. Ah, wo gehen wir hin? Einmal hier durch, würde ich sagen. Das ist übrigens die geilste Stelle der Map, finde ich. Hier durchzulaufen. Los geht's. Man kann die Türen ja auch verschließen. Ah, ja, okay, ey. Ohne Spaß, Versorger im One-on-One auf die Distanz ist. Also, da musst du echt eine richtig, richtig gute Schütze sein. Das bin ich einfach nicht. So, wir spawnen nochmal neu. Und wir laufen aber trotzdem durch. Mit Granaten kann man natürlich ein bisschen was machen, aber. So, auf zu A. Los geht's. So. Die chillen ja alle. Die sollten einfach mal reinrennen. Dann passiert das da. So, chill. Ich stelle auf automatisch wieder. Ich denke für Close Quarters ist das nicht die dümmste Idee, ehrlich gesagt. Oh, da hinten ist einer. Ist das echt. Alter, wieder geschrien. Ist das echt keine dumme Idee? Okay, da hat die wiederbelebt. Sehr gut. Ich übersehe das immer, die am Boden liegen. Aua. Okay, Maske auf. Go. Die sehen auch nichts. Wenn wir nichts sehen, sehen die auch nichts. Let's go. Und go. So, okay, jetzt hier vorsichtig. Maske runter. Okay, go. Schon wieder Gas. Da kann man halt nicht mehr anvisieren. Also das ist halt das Allernervigste am Gas. Nicht nur, dass es Schaden macht. Du kannst nicht mehr anvisieren. Also das hier, das geht einfach nicht mehr, wenn du Gas, wenn Gas aktiv ist. Bam. Super stark spiele ich gerade, oder Leute? Kann man doch einfach mal so sagen. So, checken wir mal die Map ab. Wohin gehen wir? Auf zu C. Wird schon bekämpft. Los geht's. Boah, das macht so Spaß, mit so einer Truppe da loszulaufen. Ich meine, ich bin nicht bei meinem Team. Das heißt, ich bin schon bei meinem Team, aber nicht bei meinem Squad. Es macht so Spaß, hier zu kämpfen. Erste Hilfe für dich. Und auch die Vegetation sieht so viel besser aus als noch in BF3 oder BF4. Also die Grafik ist fantastisch. Es ist wirklich so. Ah, jetzt sollte ich wieder umstellen auf. Aua, bin tot. Nein. Ich sollte wieder auf halbautomatisch umstellen. Habe ich gemacht. Okay. Also ich habe Heilung für euch. Übrigens, das. Riecht da was? Das ne. Ist da hinter mir einer? Da sind noch welche. Ey, ist hier nicht jemand? Ich habe die erobern doch A gerade. Ich wollte gerade sagen, da war doch hinter mir gerade irgendwer. Und B wird auch. Alter, Leute. Das ist auch das Dumme, wenn man Sachen erobert und direkt weggeht. Man muss das noch ein bisschen halten hier. Okay. Holy shit. The fuck. War da jetzt jemand oder war da keiner? Hier ist der Helfer. Heilung, Junge. Hier, komm her. Ich habe ein bisschen Heilung für dich. Was wir jetzt hier erobert? B haben wir, aber A. Auf zu A, auf hier durch. Ich habe auf automatisch wieder gewechselt. Okay, da kommt ein Kumpel. Ich gehe mal mit dem mit. Schwarzwald graben. Ich gehe mal mit dem mit. Da sind zwei Türen. Wollen wir eine verschließen? Ich mach mal eine zu. So, die kann man hier verriegeln. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man die von der anderen Seite aufmacht, wenn die verriegelt ist. Können wir gleich mal schauen, wenn wir das überleben. So, ich kann ja mal schauen, wie öffnet man die? Okay, die ist einfach zu. Du musst wahrscheinlich aufsprengen oder sowas. So, ich halte mal den Eingang hier. Es
Seite. Wenn man so automatisch und halbautomatisch abwechselt, das ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Und übelst spannendes Match. 630 zu 612, weil die haben richtig aufgeholt, die Gegner. So, Leute, los geht's. Wir müssen, Alter, wir alle... Das ist, glaube ich, auch das, der Grund, warum die Gegner gerade am Gewinnen sind, weil einfach alle hier sind. Ich sehe nichts. Kannst vergessen, auf die Distanz niemals. Lass mal hier durchgehen. Und dann... Das ist ganz schlecht gerade. Wo ist unser Spawn? Oh mein Gott! Boah, das... jetzt ist gerade unübersichtlich. Die ganze Situation auf dem Schlachtfeld ist ein Chaos. Lass mal kurz analysieren hier. Was haben wir? Wir haben A, B. Unser Spawn ist hier. Okay, das ist gut. Dann lass jetzt einfach mal C holen. Da haben wir schon die Übermacht. Und dann halten wir einfach diese Grenze. Aber C zu erobern ist halt wirklich das Schwierigste, weil es mitten in dem... Sind die Gegner? Weil es mitten in der Map ist. So, jetzt schauen wir mal. Warte mal, ich gehe hier durch. Und jetzt... Boah, war das schlecht geschossen von allen beiden. So, wir haben C. Wenn wir jetzt hier hinlegen... Ich hoffe, da ist keiner oben am Geschütz. Bam. Und hier haben wir eine ganz gute Deckung eigentlich. So, ich bleib... Oh, du Wichser. Oh, ich hab die... Alter, das war voll auf dem Kopf. Jetzt mal ernsthaft. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Oh, die Granate hat ihn echt getroffen. Aber das war ein Headshot, oder nicht? Ich dachte schon. Alles cool. Alles cool. Da kann das Gas mal weggehen. Ich baue jetzt gleich meine Aua. Ey, das nervt mich am Medic, dass diese Kiste... Die kannst du teilweise einfach nicht platzieren. Also der kann die nur in einem ganz bestimmten Winkel ablegen. Oh, der hat da oben das Ding. Der ist oben am Geschütz. Aua. Nein, nein, wir müssen das erobern. Komm, wir müssen das erobern. Gib's mir. Aua. So, jetzt. Warte, die kommen. Die kommen alle. Wo ist mein Team? Oben war einer am Geschütz. Medic ist direkt neben mir. 3 Meter neben mir. Komm, tu mich... Er stimmt. Wir verlieren Einsatzziel. Der war oben am Geschütz. Keiner hat sich um den gekümmert. Ich hatte auch keine Granate mehr, leider. Komm, gib mir 10. Alter, die haben A und B. Wie, das kann wohl nicht... Ah, das kann nicht wahr sein. Ey, Leute, was ist hier los? Was ist hier los? A und B dürfen wir nicht so einfach aufgeben, ey. Das ist echt... Das ist... Aua. Nein. Ich nehme dich noch mit. Komm, Granate. Sehr gut. Ich habe Jörger noch mitgenommen. Marduk. Und Sergeant Klabautermann hat mich gekillt. Dreimal hat er mich schon gekillt. Mit der... Alter, was ist das für eine AMG? Kann man sowas tragen? Jetzt mal ernsthaft. Okay, das ist nicht gut, was wir da machen. Wir müssen... Hauptsache die hier, weil die sind direkt bei uns am Spawn. Okay, ist natürlich gut, wenn wir das da hinten erobern, weil die Gegner nicht so einfach hierher kommen. Aber es ist ein bisschen riskant, sich so aufzuteilen über die ganze Map. Weiß nicht, ob ich da jetzt einfach keine Ahnung von Taktik habe, aber... Ey, automatisch. Da war doch einer. Ist er tot? Okay. So, kommt ihr mit, Leute? Alles klar, los geht's. Da ballert jemand. Auf zu B, würde ich sagen, ne? Auf zu B. Dann haben wir die Überhand auf jeden Fall. Und dann hoffe ich, dass sich die Gegner erst um D kümmern, damit wir in der Zeit C erobern. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das... ob ich hier gerade ein bisschen zu viel reininterpretiere, aber das könnte doch klappen. Also, B ist schon mal unsers. Bei der ballern ein paar. Da sind ein paar da hinten, ne? Ich habe irgendwie getroffen. Warte, ich habe Heilung hier. Und ich werde wiederbelebt. Okay, wurde schon wiederbelebt, umso besser. Alter, diese alle. Da kommen sie alle. Da waren. Von da auch. Oh mein Gott, sind hier viele. Warte, ich hab dich. Granate! Oh, okay, Alter. Ist das geil gerade, ist das geil. So, warte, chill. Heilung. Runter, 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 runter. Erstmal heilen. Also sind ja viele Gegner. Wenn ich da eine Granate reinschmeiß. Granate raus! Ah, die war zu weit, glaube ich. Bin mir nicht sicher. War die zu weit? Ja. Nichts getroffen. Okay. War da jemand? So, sehr gut. Wir haben A, B, D. Okay, D haben wir nicht mehr. E, A, B, E. Und jetzt C einfach holen. Aber ich werde C nicht jetzt von der Stelle holen, sondern erst von hinten. Ne? Und schauen, dass der Typ. Also, dass da keiner oben ans. Null dein Gegner. Dass da keiner oben ans Geschütz kommt. Junge, ich hab dich. Komm, komm mit. Renn vor, bitte. Renn bitte vor. Okay. Also lass es mal schauen, ob der oben am Geschütz ist. Wenn nicht,
doch gesagt, Leute. Oh, er ist schon tot. Noch einer. Bam. So, jetzt nehme ich das Geschütz auf einmal. Vielleicht ist... Also, verdammt. Alter, die Leiche ist im... Da kannst du nichts treffen mit. Und jetzt würde ich sagen, ich meine, die rennen ja alle schon wieder vor. Wie wäre es, wenn wir einfach mal verteidigen? Haben wir hier nicht auch so ein Geschütz? Wir haben da ein Geschütz, ne? Wie wäre es, wenn ich einfach hier chill und das Ganze halte? Ich meine, so kann man ganz gut zielen. Ich meine, es ist natürlich langweilig für euch jetzt, aber eigentlich wäre es jetzt taktisch besser. Oder wir gehen da oben an das Geschütz. Seht ihr das da oben? Rechts? Alter, das ist mega cool. Ah, das zielt nur auf die Brücke, okay. Das heißt, wenn die... Ja, okay, ist eher für die, die jetzt uns angreifen würden. Das Geschütz ist halt echt so ein übelstes Panzerteil einfach. Also ich warte für Infanterie gar nicht so gut. Aber so, wir werden einfach hier ein bisschen stressen. Da ist ein Gegner. Nein. Warum treffe ich den nicht? Der ist direkt da an dem Fenster. So, lad nach. Aua. Boah, geil, den Kill habe ich noch bekommen. Nachladen, schnell. Die kommen jetzt hier gleich alle. Granate. Oh, ich habe keine Granate. Das ist Sniper. So, zurückziehen. Ich glaube, jetzt kommen sie. Ich gehe hinten ans Geschütz, schauen, wie sie kommen. Die greifen an. Wir haben unser Team ist hier ganz gut gesammelt, aber... Wir haben A, B, C. Das ist perfekt. Wenn die D und E können sie ruhig haben. A, B, C. So, ich gehe ans Geschütz. Los geht's. So, ich warte. Ich warte. Das Geschütz ist fast im Arsch. Hat er nur noch 4 Leben. Ich weiß gar nicht, wie man das repariert. Er hat gesagt, normalerweise ein Fahrzeug ist ja X gedrückt halten, aber hier geht es gar nicht. Das ist cool. Alles cool, alles unter Kontrolle. Und wir erobern sogar D. Aber wir müssen trotzdem jetzt hier als Medic einfach ein bisschen aufpassen. Nicht zu offensiv gehen. Komm ich da hoch? Doch. Lol. Und einfach ein bisschen hier... Alter, das war ein richtig guter Schuss. Alter, das... Oh, schade, dass hier keine Killcam gibt. Das hätte ich noch mal gern gesehen. Super gut geschossen, hat direkt auf die Birne. Oh, tu mich wiederbeleben. Ich will mich rächen. Tu mich wiederbeleben. Ey, der läuft an mir vorbei. Oh, danke. Sehr gut. Soll ich mich noch mit dem anlegen? Alter, warte, ich bin verwirrt. What the fuck? Ich weiß nicht, wo ich jetzt... Vielleicht nicht vorhin woanders? Bin ich sicher. So, A, B, C. Und D ist auch ein bisschen unseres. Ich meine, kannst du mit Sunny schon ein bisschen auf Distanz gehen, weil das Gewehr halt schon eine richtig hohe Reichweite hat. Aber ich habe halt kein gescheites Visier. Also die, damit kannst du halt nicht wirklich... Damit kannst du nicht wirklich zielen einfach. Ich meine, da ist halt kein Zoom drin. Wir könnten jetzt natürlich probieren. Oh, die zu flankieren, wollte ich gerade sagen. Und dann flankieren die uns. Ich schreibe einfach mal behind hin. Keine Ahnung. Die kommen von hinten, also von hinten rechts, von uns aus gesehen jetzt. Die holen sich jetzt, glaube ich, C. Ich bleib bei C. Ich bleib bei C. Ich glaube, die kommen jetzt. Schau mal, die haben wir einen, verlieren wir. Ich meine, die sind ganz schön viel von unseren Leuten. Hier ist gar keiner von unseren Leuten. Seht ihr das? Hier sind zwei Leute. Und C wird erobert. Leute, C wird erobert. Wie... Und es steht 948 zu 9. Alter, wenn wir C verlieren. Wenn wir C ver... Alter, so schnell habe ich noch nie auf den Abzug gedrückt. Wenn wir C... Wir dürfen C nicht verlieren. Wir dürfen C nicht verlieren. Los geht's. Ans MG. Schnell. Ans MG. Ans MG. Nice. Medikit. Und wieder ans MG. Wir müssen C halten. C dürfen wir nicht aufgeben. Ey, schau mal, D ist nicht mehr unseres. E ist auch zu... Also ich meine, E kannst du nicht halten. Das ist direkt bei denen am Spawn. Lass das schnell wieder erobern, aber ganz schnell. Alter, wie knapp das war. Ey, so gut, dass da ein paar Leute mit aufgepasst haben. Das war mega wichtig. Die sind hier rüber. Da und dann hier irgendwie so runter. Wir gewinnen das. 983. 85. Ans MG. So, komm her. Will sich noch jemand anlegen? Will sich noch jemand C holen? 1, 2, 4, 994, 95, 96, 97, 98, Bam! Nice! Oh, das war eine gute Runde. Ich weiß gar nicht, was meine Statistik ist. Lass mal gleich mal schauen. Das war geil. Da, 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 da.
Spielbonus 1,25, Gesamtpunkte 11.000. Gesamtzeit, oh, das ist eine lange Folge, scheiße. Das ist echt, ihr wisst halt, ich mag die langen Folgen eigentlich schon, aber das Hochladen und Rendern dauert ewig. So, Highlights sind natürlich nicht dabei. Lol. Ich finde übrigens, will ich einfach ganz kurz gesagt haben, ich hätte vielleicht nochmal so eine Mini-Review zu dem Spiel machen, einfach in einem Video alles so sagen. Aber ich mag dieses Menü nicht. In Battlefield 3 weiß ich noch ganz, also ziemlich sicher, dass als erstes die Tabelle kam und dann der eigene Fortschritt. Der eigene Fortschritt ist jetzt einfach mal hier, ganz da hinten. Und dazwischen ist der Trupp und die Highlights interessiert mich ehrlich gesagt null. Also die Highlights interessieren mich nicht, Trupp interessiert mich nicht, das interessiert mich, ob ich was Neues freigeschaltet habe oder nicht. So, was haben wir für eine KD noch? 2017, ey, das ist gar nicht so scheiße. Leute, das nehme ich jetzt direkt weiter auf. Das Spiel macht mega viel Spaß. Haut rein. Bis dahin, Wüste Sinai. Nicht morgen, aber vielleicht nächsten Tag, 18:30. Ciao.